Jo Leute, was geht ab? Diesmal sind wir mal offline im Stream. Das heißt, ich rede jetzt einfach mal direkt zu euch, sozusagen für den Zweitkanal. Ja, wir reagieren jetzt einfach mal offline auf ein Video. Das haben wir, glaube ich, noch nie so gemacht. Und zwar von Nick Hein. Er hat ein Video gemacht, das wird der Kirche nicht gefallen. Ja, das schauen wir uns mal an. Der Grund, warum ich das jetzt so mache, ist, weil wir ja jetzt gerade kein Videomaterial haben. Ich muss da schnell rangehen. Und ansonsten sind wir heute live. Wir sind heute live um 19 Uhr auf Twitch. Deswegen kommt vorbei. Es ist echt wichtig, dass ihr da auch einfach mit dabei seid. Und ja, dann seht ihr auch vorher, worauf wir reagieren. Außerdem könnt ihr da rein kommentieren und ja, Mann, dann quatschen wir einfach zusammen. Deswegen kommt heute auf jeden Fall einfach mal in den Twitch-Livestream rein. Naja, dann würde ich sagen, let's go. Wir haben mit 4Bro einen richtig dicken Fisch gefangen. Ich sag's euch, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Okay. In einer Welt ungewisser Zeiten gilt die Kirche als letzte Instanz der Geborgenheit. Was geht ab? Im Haus Gottes sollen die Schwachen und Zerbrechlichen Schutz finden. Aber was wäre, wenn genau dort die Gefahr lauert? Wenn ein Mann, getarnt im Gewand Gottes, auf die Jagd nach jungen Mädchen geht und ein perfides Spiel treibt. Bruder, ich will nicht, dass es sich komisch anhört, aber warum ist es meistens so? Es ist ja fast schon ein Meme geworden, dass der Papst pädophil ist immer, ne? Also, nicht der Papst, aber ihr wisst, was ich meine, Bruder. Schon ein Meme gewonnen. Nein. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Es war klar, dass wir etwas tun mussten. Okay. Wenn es ein Film wäre, würde man das glauben. Fuck, Digga. Film. Let's go. Oh, Junge, wie gehen wir dieses Thema bloß an? Ich stehe gleich vor zwei Herausforderungen. Die erste ist erstmal die wichtigere. Und zwar den Zweck dieses Videos zu erklären. Es geht darum, einen skrupellosen Täter, der das Wort Gottes für seine Zwecke missbraucht hat, ausfindig zu machen und der Polizei zu überführen. Es geht nicht darum, eine gesamte... Bruder, von wo diese ganzen Effekte? Sind ja richtig geil. Religion zu diffamieren. Und bevor sich jetzt wieder einige aufregen, wir haben uns nicht auf die Kirche gestürzt, weil wir uns das ausgesucht haben, sondern weil dieser Täter nicht nur einen Fake-Mädchen-Account von uns angeschrieben hat und sein Unwesen getrieben hat, sondern gleich zwei. Und das immerhin über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Und ich will einfach mal ganz kühn behaupten, dass wir bestimmt nicht die einzigen waren, die er angeschrieben hat. Er hat quasi danach geschrien, dass wir ihn uns schnappen. Und wenn der Täter Imam gewesen wäre, hätten wir das Ding genauso durchgezogen. Und wenn der Täter Rabbi gewesen wäre, auch. Uns ist es nämlich gelinde gesagt, egal, welcher Religion man angehört. Egal ob Täter oder Teammitglied. Und für diejenigen, die sich am Titel stören, es sollte der Kirche auch nicht gefallen, was passiert ist. Genauso wenig wie die anderen Fälle in der Welt, bei denen die Täter Positionen in der Kirche beziehen. Und ich bin mir auch sicher, dass diejenigen aufrichtigen Christen, von denen ich auch einige kenne, die uns sogar persönlich unterstützen, der gleichen Meinung sind. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Gericht in Deutschland dort einfach härtere Maßnahmen nehmen sollte. Also wirklich gerade bei solchen Huren, sage ich das mal so. Einfach härtere Maßnahmen, Digga. Auf jeden Fall. Problem. Wie soll ich euch das ganze Problem hier erklären, ohne dass YouTube mir einen auf den Deckel gibt? Es gibt bei YouTube einen ganz schmalen Grat für sogenannte kontroverse Themen. Und wir bemühen uns sehr, diese Grenze nicht zu überschreiten. Ihr fragt euch manchmal, warum wir so viele Worte piepen. Weil YouTube eine klare, unklare Definition davon hat, was man nicht tun sollte. Sogenannte Inhalte zu kontroversen Themen, die zwar keine verstörenden Darstellungen enthalten, aber möglicherweise anschauliche Beschreibungen. Das heißt, wenn ich die Straftaten eines Täters auch nur sporadisch anspreche, diese vielleicht zu anschaulich für den Einzelnen sind und deswegen eingeschränkt werden müssten. Und der Grund, warum ich eben klare, unklare Definition gesagt habe, liegt daran, weil sich selbst die YouTube
Mitarbeiter untereinander da nicht ganz einig sind. Nehmt beispielsweise unser letztes Video. Ich habe da das Intro zuerst hochgeladen vor dem Release und dieses wurde von YouTube als nicht werbefreundlich eingestuft. Dann habe ich das gleiche Intro, ohne irgendwie dieses zu verändern, mit dem gesamten Video zusammen hochgeladen und dann wurde es als werbefreundlich eingestuft. Ich glaube, dass die YouTube-Mitarbeiter es in der heutigen Zeit aber auch nicht ganz so einfach haben. Trotzdem wollen wir keine schlafenden Hunde wecken. Deshalb werden wir euch nicht zeigen können, was der Täter vor dem Treffen geschrieben hat oder auch gezeigt hat. Aber ihr müsst uns glauben, es war krass. Ihr könnt euch aber natürlich wieder die unzensierte Konversation vor dem Treffen angucken auf unserem Rumble-Kanal. Okay. Glaubt mir aber, ihr werdet auch in diesem Video einen guten Eindruck davon bekommen, was das für ein Typ ist. Insbesondere, wenn er mit dem Mädchen alleine ist und seinen Mund aufmacht. Was für geile Effekte, wirklich. Wie hat er das gemacht? Starkes Video bis jetzt. Unser Protagonist der heutigen Folge ist Johannes, Spitzname John. Bruder, du hast mich gef***t mit Johannes. Ach du Scheiße, wo kam der denn? Okay, sorry, aber wie ist er da gelaufen? Warte mal ganz kurz. Achte mal, wie er da einfach durchläuft. Ich muss das ganz kurz ansprechen, sorry. Unser Protagonist der heutigen Folge ist Johannes. Digga, Bro, went like this. Ich schwöre, aber... What the fuck? Geil, Alter. Spitzname John. Johannes ist ambitionierter Oberministrant in seiner Gemeinde und somit verantwortlich für die jungen Ministranten. Außerdem will er bald in die Rolle des Pfarrers aufsteigen. Er liebt es, für Kinder und Jugendliche in seiner Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Laut seiner Aussage möchte er die Jugend recht leiten. Aber Johannes hat auch ein dunkles Geheimnis. Vor circa einem halben Jahr geschah etwas sehr Seltsames. Einer unserer Accounts, die 12-jährige Lana, wurde von einer jungen Frau namens Anna kontaktiert. Diese freundete sich mit Lana an und hielt regelmäßigen Kontakt mit ihr. Eines Tages switchte die sonst so freundliche Anna aber in ihrem Ton um und schlug bestimmend vor, die Lana mit ihrem besten Freund Johannes bekannt zu machen. Dieser sei Single und obwohl er deutlich älter als Lana sei, hätte er starkes Interesse, Lana näher kennenzulernen. All das wirkte irgendwie seltsam und dubios. Johannes war im Gegenzug zu Anna sehr dominant und fordernd und machte direkt klar, was er wirklich von dem jungen Mädchen erwartete. Immer dann aber, wenn sich Lana zurückzog, weil Johannes zu viel Druck machte, wurde sie kurz darauf von Anna kontaktiert, welche das junge Mädchen dann wieder motivierte, mit Johannes weiterzuschreiben und auf seine Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. All das war schon irgendwie seltsam, aber in den dunklen Ecken des Internets zunächst nichts Außergewöhnliches. Als das Gleiche aber dann 6 Monate später wieder bei einem weiteren unserer Accounts geschah, nämlich der 12-jährigen Alina, wurden wir hellhörig. Konnte es sein, dass Anna und Johannes die gleiche Person waren? War das etwa Johannes Masche? Und bei wie vielen jungen Mädchen hatte er diese bereits in der Zwischenzeit durchgezogen? Dann aber platzte die Bombe. Johannes schickte Alina dieses Bild. Anstatt sich für sein Geheimnis zu schämen, posaunte er es stattdessen stolz heraus. Auf die Frage, ob die Dinge, die er mit Alina vorhatte und sein Glaube sich vereinbaren ließen, antwortete er eiskalt, dass man die Regeln der Kirche nicht so ernst nehmen müsse. Als wäre das Ganze nicht schon krass genug, passierte Folgendes. Johannes hatte offensichtlich mit so vielen Mädchen Kontakt, dass ihm zunächst gar nicht aufgefallen war, dass die Profilbilder von Lana und Alina sich sehr ähnlich sahen. Das lag daran, dass beide von unserem Lockvogel Denise stammten. Dann fiel es John aber irgendwann doch auf und er sprach Alina direkt darauf an. Jetzt waren wir uns sicher, dass wir aufgeflogen waren und gaben halbherzig als Notlüge an, dass Lana und Alina Zwillingsschwestern seien, aber sich nicht so gut verstehen würden. In der Gewissheit, diesen Fall verloren zu haben, staunten wir nicht schlecht, als Johannes sich nicht nur nicht davon abschrecken ließ, sondern rücksichtslos versuchte, die angeblich verstrittenen Schwestern gegeneinander auszuspielen, um die Dinge zu bekommen, auf die er von Anfang an aus war. Ab da hatten wir genug von Johns gewissenlosem Spiel. Es war an der Zeit, ihn den Behörden zu übergeben. Zuvor hatten wir ihm erzählt, dass wir Verwandte in seiner Heimat hätten. Es war nun Zeit, diesen Mal einen Besuch abzustatten. Als John das hörte, konnte er sein Glück kaum fassen und schlug direkt ein Treffen vor, mit beiden Schwestern, nacheinander. Damit alles in unserer Kontrolle blieb, organisierte Toni aus unserem Team ein Wohnmobil, das angeblich der Tante der Schwestern gehöre. Dort könnte das Treffen stattfinden. Also machten wir uns mit unserem Team auf, um ein Treffen zu organisieren, das Johannes nie wieder vergessen würde. Ein
Bruder, er hat das wirklich gerade mit dem Video so gut gemacht. Daraus könnte man wirklich einfach eine Serie machen, Digga. Also so ein Fernsehen, finde ich. Weil das ist echt gut gelungen. Let's go! Vor jedem Dreh stehen wir vor zwei technischen Herausforderungen. Die erste ist die Kommunikation, also der Funk. Die zweite ist die Videoüberwachung. Also, dass wir den Täter unbemerkt aufnehmen. Was für euch selbstverständlich ist, stellt für uns neben der Einsatzplanung immer die größte Problematik dar. Denn man möchte ja gute und klare Aufnahmen vom Täter haben. Aber all diese sind umsonst, wenn der Täter die Kamera bemerkt. Deshalb haben wir ein Spiel vorbereitet. Wo hättet ihr die Kameras platziert? Das ist der Camper, mit dem wir arbeiten. Erstmal nicht schlecht. Obwohl relativ geräumig für einen Camper, ist der Platz doch sehr limitiert. Das heißt, die Kameras müssen klein sein und ein Weitwinkelobjektiv haben. Schauen wir mal rein. So geil gemacht, wirklich. Na, wisst ihr schon, wie viele Kameras ihr platzieren wollt? Denkt dran, so eine GoPro kann ja immer ausfallen. Vielleicht nehmt ihr doch lieber mehr. Aber mehr Kameras sind doch auffälliger. Vielleicht doch besser eine weniger. Drei. Also, so sieht der Innenraum aus. Doch ziemlich eng, oder? Und? Habt ihr euch schon entschieden? Vielleicht hier in den Schlafbereich. Aber was ist, wenn er da nicht hingeht? Oder hier, in den Schrank. Aber dann sitzt er vielleicht direkt daneben. Oder vielleicht auf einen der beiden Tische. Am besten wäre natürlich eine Kameraperspektive, wo man sein Gesicht sehen kann. Ja, okay, aber das geht ja natürlich wiederum nur, wenn man die Kamera so platziert, dass er diese theoretisch auch sehen kann. Denise geht nach Plan als Erste in den Camper und setzt sich hier hin. Also, dass er sich auf diese Bank setzen muss. Und auch wenn es ein hohes Risiko ist, haben wir genau dort eine Wand platziert. Stark. Ihm direkt gegenüber hängt eine Dashcam, die aber nur den Innenraum filmt. Falls er sich wider Erwarten auf die andere Seite setzt, brauchen wir noch eine Gegenshot-Kamera. So bleibt nur noch die Toilette. Sollte er sich dort aufhalten... Das wollte ich sogar sagen, auf der Toilette würde ich zur Sicherheit auch eins platzieren. Einfach zur Sicherheit. Natürlich auch schon vorgesorgt. Ein Trick, der immer ganz gut funktioniert, ist, wenn man die Kameras neben Gegenständen platziert, denen sie in Form und Farbe ähnlich sehen. Bei der gezielten Suche danach bringt das zwar nichts, aber auf den ersten Blick reicht es oft. Zur Not bleibt immer noch das Versteck in anderen Gegenständen oder die Kaschierung durch Gebrauchsgegenstände. Let's go, Digga. Der Bart. Kurz nachdem die technischen Vorbereitungen abgeschlossen sind, fahren wir nun zum Treffpunkt, denn es ist schon fast soweit. Dort angekommen, teilen wir uns in zwei Teams auf. Team 1 wird beim Wohnwagen bleiben, um die Kameras kurz bevor es losgeht anzuschalten. Team 2 observiert John, denn dieser ist kurz vor seinem Treffen mit dem Mädchen, ratet wo? Genau, in der Messe. Ah, okay. In seiner Rolle als Oberministrant. Kannst du dir nicht ausdenken. So, ich bin jetzt hier schon vor der Kirche. Hart, Digga. Easy ist da hinten und trinkt seinen Tee und guckt die ganze Zeit rüber, ob er kommt. Wird mir dann ein Handzeichen geben, damit ich ihn voll auf der Kamera drauf habe. Ab hier haben wir uns dafür entschieden, das Videomaterial ohne große Unterbrechungen durchlaufen zu lassen, damit ihr die Ereignisse so erleben könnt, wie wir das getan haben. Ja, dann machen wir hinten. Dann laufen sie alles hin. Okay. Ja, dann gut, halt. Gut, kannst du uns dann, wenn ihr noch so ungefähr so 4-5 Minuten entfernt seid, kannst du uns dann das Kommando geben, dann machen wir nämlich alle Kameras an, dann laufen die schon öfter. Und dann haben wir nicht die Sorge, dass die eventuell dann leer sind, wenn sie... Wir lassen das jetzt so, dann loben wir uns irgendwie zu. Ich lasse mich überlaufen und wenn ich mich überlaufen habe, dann sind wir uns immer dabei. Ja. Genau, das reicht nicht. Das reicht nicht mehr, vorher. Vorher, ja. Vorher. Also hier, die ganzen Dinger hier. Also wie lange brauchen wir? 2 Minuten. 2 Minuten. Also ich brauche 2 Minuten. Toni, wie lange brauchst du? 5 Minuten. 5 Minuten ist viel. 5 Minuten ist viel. Mit Dach hoch, Dach runter. Okay, wir brauchen mehr als... Dann.
Digga, das ist bestimmt so anstrengend. Ein falscher Move, Bruder, und alles ist aufgeflogen. Puh, auch noch mit so einem großen Team. Das macht die ganze Sache noch schwieriger, meiner Meinung nach. Okay. Ja, Lichter sind aus, kein Problem. Lichter wegpacken. Der hat jetzt geschrieben, dass er in 5 Minuten losgeht. Denise und gehen jetzt ihm schon entgegen. Verstanden. Coole platzierte Werbung mit 4 Bros. Für Nick nochmal bitte wiederholen. Ja, alles klar. Boah. Oh mein Gott, Digga. Pass auf, wir gehen hier raus, wir gehen in das andere Auto. Nicht. Aber trotzdem sieht man durch die Scheiben, ne? Ja, besser aber als uns. Stell an. 4 Personen ist von Aral jetzt durch. Richtig? Bitte nochmal wiederholen. Sind die jetzt am Camper? Okay. Alles klar, verstanden. Ach du Scheiße, Digga. Hereinspaziert. Oh mein Gott, Bruder. Also, Bruder, ich könnte mich da nicht halten, Digga. Ich weiß nicht. Ich sehe mich da schon, wie ich da reingestürmt wäre und seine Fresse poliert hätte. Hey, ist das schlimm? Bist du erstmal los? Ja, aber dann ist er. Wie? Zum Glück nicht, ne? Zunächst nicht zu sehen. Seht ihr die Kameras später oder was? Oh shit. Nein. Komm, ich muss mit dir. Oh, lass dir das nach hinten. Los. Was denn? Karl, du wolltest mir noch ein bisschen was erzählen. Obwohl die nicht eindeutig signalisiert, dass hier die Situation unangenehm ist, bleibt er trotzdem sitzen, weil er ein Peach ist, Bruder. Digga. Was ist? So bitte es leise sein. Ja, du bist ja auch dick angezogen, meine ich. What? So, und jetzt sieh mal, was mir noch so erklären willst. Also, du hast ja gesagt, dass du hier mit mir zusammen bist, richtig? Danke, Mark.
Boah, Bruder. Was ein Bart, wirklich. Ach du Scheiße. Das würde ein Hodja machen mit dem Koran, Bruder. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Digga. Das ist hart, Bruder. Das ist hart. Walla billa. Das ist hart. Ich hoffe, er bekommt seine gerechte Strafe. Und dass Deutschland mal, dass die deutsche Regierung, was das Thema betrifft, mal richtig, bei denen, dass es mal richtig Klick macht. Also wirklich. Schlusskredit. Für Bilder geschickt, wo was reinkommt. Oh mein Gott, Digga. Aber. Ich kenne dann jetzt die normalen. Was denn? Ich weiß, dass du so weit bist. Das ist okay. Bist du noch schlimm? Ich schwöre es euch, ich gebe gerade mein Bestes, um nicht loszubeleidigen. Ich weiß, wie viel Beske dann zensieren muss, aber Walla, ich halte mich gerade echt schwer. Und ihr wisst, ich kann echt viel beleidigen und nicht aufhören, aber das, ich komme gerade nicht drauf klar. Ich bin wirklich sprachlos. Andererseits will ich gerade seine Mutter. Meistens ist die Dame diejenige, die meistens eigentlich nur entspannt. Tut mich weh, Alter. Vielleicht werde ich ja auch irgendwann mal Messdiener. Für Nick, es geht los. Oh mein Gott. Daddy. Let's go. Deine Mutter! Dieser Sohn! Eins der Gerechtigkeit. Der Bastard! Deine Mutter! Ja! Ja, ich mache.
Jetzt bist du am Arsch, ne? Du Peach. Ja, Hallöchen. Wollt mal fragen, wie geht's ja deine Tante? Sie macht sich. Ja, sie macht sich Sorgen. Wollte ich fragen, ob alles in Ordnung ist und passt das alles soweit? Ja. Ja, und das ist halt, du kennst halt deine Tante, die ist halt übervorsichtig. Ich bin doch kein Baby, ja, alles gut. Hast du nochmal? Ich geh doch in den Laptop, da kannst du nochmal. Oh, warte mal, ich hab einen Anruf. Sorry. Ich bleib mal noch eine Weile mit hier. Digga, geh einfach aufs Klo, Walla, pack ihn dir. Ficker Mutter, Walla, kleiner Peach. Du kannst in den Laptop. Kannst du halt sagen, worum da deine Tante sich Sorgen macht, ist auf dem Laptop. Musst du mal angucken. Ja, okay. Ich muss deine einladen. Nachdem John ein wenig angestresst wurde, wird es nun Zeit für Phase 2. Wir haben eine Dokumentation aufgenommen von den sogenannten Camping-Tipps. Ja, der Zusammenhang wird später noch erklärt. Das dient, um John mental auf den nächsten Streich einzustimmen. John verpasst das ganze Spektakel aber beinahe noch, weil er immer noch so geschockt ist, dass er einfach postwendend umkehrt und sich nochmal in der Toilette einschließt. Gibt es eigentlich irgendetwas Ehrenloseres, als sich mit einem vermeintlich 12-jährigen Mädchen zu treffen, sich dann auf der Toilette zu verstecken und in dieser Zeit noch einen Pickel aufzukratzen? Also echt, wo finden wir diese Typen nur immer? Sie sind jung, perspektivlos, aggressiv und eine Sensation im Internet. Eine Gruppe brutaler Schläger hat sich zusammengetan, um im gesamten Bundesland Hessen für Angst und Schrecken unter den Urlaubern zu sorgen. Okay. Im Internet nennen sie sich die Camping-Tipps. Das Makabre an ihren Taten ist, sie übertragen sie live ins Internet und ziehen damit ein Millionenpublikum an. Dabei gehen sie äußerst brutal und hemmungslos vor. Wir von Total Frontal konnten mit den Anführern der Gruppe, den Brüdern Typhoon und Manolito, sprechen. Im Internet haben sie eine Art Legendenstatus, aber hier bei Total Frontal stehen sie uns Rede und Antwort. Typhoon wird von seinen Gangmitgliedern auch Waschmaschinen-Abi genannt. Waschmaschinen-Abi. Wenn wir die Leute ausrauben, haben unsere Jungs oft Waffen mit dabei. Schlagstücke und so. Naja, und ich habe als erstes mit einer Waschmaschine angegriffen. Warum macht ihr sowas? Ich hasse Camping. Wenn ich einen Wohnwagen sehe, raste ich aus. Alter, Maul. Das hängt mit meinem ersten Überfall zusammen. Ich kann mich noch so dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Der Typ hat uns aus dem Campingwagen beobachtet. Mein Bruder hat mit seinem Finger auf ihn gezeigt. Zeig mal. Ich habe so gemacht. Wir sind auf dem Wohnwagen zugerannt und er hat sich mit seinem ganzen Gewicht vor die Tür geschmissen und hat sich dagegen gestemmt. Aber ich habe die Tür mit einem Frontkick ihm samt die Tür ins Haus vom Wohnmobil getreten. Ja, der Typ hat so gekreischt wie eine Was fühlst du dann, wenn du siehst, wie deine leiden? Glück. Ich bin stolz auf meinen großen Bruder. Bereitet ihr euch auf eure Raubtouren vor? Ich nehme Stoff. Warum filmt ihr das? Als Warnung. Das ist unser Revier. Wenn wieder irgend so ein wieder auf unser Revier... Geil umgesetzt, Digga. Dass sie den dazu noch franken, Alter. Das ist richtig geil. Wenn kommen will und seinen Wohnwagen abstecken will, hat das mit uns zu tun. Dann rasten wir richtig aus. Und an dem nächsten, den wir wischen, werden wir ein Exempel statuieren. Ich wollte schon immer einen beißen. Um John noch ein wenig mehr um den Verstand zu bringen, haben wir einen Deepfake erstellt. Und zwar John, der Alina irgendwann gebeichtet, dass er leidenschaftlicher Gaming-Streamer ist. In seiner Freizeit. Wenn er nicht gerade... Naja, ihr wisst schon. Und wir haben einfach unseren ganz eigenen teuflischen Stream aufgenommen und uns dafür das Gesicht von John ausgeliehen. Per Deepfake-Technik. Das wird ihm jetzt gleich gezeigt. Das Problem ist natürlich, dass wir euch sein Gesicht nicht zeigen dürfen, aber wir euch diesen wirklich spektakulären Stream nicht vorenthalten wollen. Und deswegen haben wir uns einfach das Gesicht von einem anderen bekannten John ausgeliehen, und zwar dem Clownsmörder und Serienkiller John Wayne Gacy. Kennt man auch, Digga. Hey Leute, mein Name ist Johannes, aber ihr da draußen kennt mich wahrscheinlich unter meinem Streamer-Synonym Johnny Boy. Wer meine Streams kennt, weiß, bei mir dreht sich alles rund um das Thema Satanismus und andere spaßige Themen. In meiner Gemeinde bin ich so eine Art Heiliger, aber wenn ich mich mit... Digga, er lacht einfach. Dass er bis jetzt nicht aus dem Wohnmobil gesprungen ist, Bruder, und weggerannt ist, das wundert mich gerade. ...kleinen Mädchen treffe.
dann mache ich ganz unheilige Dinge. Bisher bin ich immer damit durchgekommen, denn wer hätte es gedacht? Niemand! John schüttelt den Kopf und will das Video nicht mehr weitergucken. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob er überhaupt verstanden hat, dass er das in diesem Video ist. Aber er hat zumindest zweimal gelacht, bis erwähnt wurde, dass er sich gerne mit kleinen Mädchen trifft. Das fand er dann nicht mehr so lustig. Wie dem auch sei, ich denke, es ist Zeit für das Finale. Komm, mach hin. Ich kann nicht warten. Der Typ hat uns auf seinem Campingwagen beobachtet. Mein Bruder hat mit seinem Finger auf ihn gezeigt. Und an dem nächsten, den wir wissen, werden wir nicht sein. Ich wollte schon immer einen Beispiel. Oh mein Gott. Die Aufkleber für auf uns zu wurden übrigens von uns vertauscht. Als Denise die Tür abschließt, macht sie uns in Wirklichkeit auf. Was? Was denn? Wer bist du denn? Hä? Wer bist du denn? Ich denke aber, dass wir alle. Wer bist du? Hä? Du bist ein Kumpel? Ja, bist du ein Kumpel? Haha, du Sohn. Geil. Wir haben die Situation aufgeklärt und ihm gesagt, dass wir nicht die Campingtouristen sind. Denn die sind noch irgendwo da draußen. Aber im Ernst, jetzt wollten wir Johannes mal ein wenig auf den Zahn fühlen und ihn fragen, was er denn so vorhatte. Wie alt bist du? Wie alt? Pass auf, nimm mal den Schlappen aus dem Mund. 24. Alles klar. Ja, gut. Ja, okay. Wie alt ist das Mädchen? 12, wie du schon gesagt hast. Okay. Und wofür hast du dich hier getroffen? Ich wollte sie erstmal kennenlernen. Wolltest du sie erstmal kennenlernen? Das finde ich sehr interessant, dass du sie erstmal kennenlernen wolltest, denn... Guck mal hier, heute ist ja das erste Treffen. Was steht hier? Kannst du das lesen? Ja. Was steht denn da? Erstes Treffen steht hier oben eingekreist. Erstes Treffen. Und was möchtest du da machen? Ja, okay, das war ein Fehler. Was hast du denn geschrieben? Wir können euch ja leider auf YouTube nicht zeigen, was er geschrieben hat. Aber es war wirklich gottlos. Jetzt achtet mal bitte, auf... Bruder, gib denen einfach eine Faust. Oh mein Gott. Auf seine Attitüde. Nehmt ihr ihm seine Reue ab? Versuch, aber ich wollte es nicht wirklich machen. Okay. Wir haben zugehört, in dem Wohnwagen darüber gesprochen. Du hast genau gesagt, wie das abläuft. Habe ich recht? Und wie würdest du das dann gleich machen? Du hast das Große gesehen. Es kommt ja etwas Gutes. Wenn man mal sagt, Geld, das ist umständlich. Das ist nicht so eine Kuscheln an und dann kommt es irgendwann. Kleiner Pitch. Ekelhafter. Ich hab's ihr nur erklärt, weil sie es nicht kennen. Tu mir einen Gefallen, ne? Wir bleiben ruhig. Du bleibst ich bleib ruhig. Auch ruhig. Ja, gut. Hör mir, guck mich an. Ich möchte nicht, dass du mit deinen Händen hier jetzt rumfuchtelst. Oder so machst. Ich mach das auch nicht. Alles klar, wir beruhigen uns wieder. Tut mir leid. Okay, ich gut. Bin sehr giss. Ja, ist klar. Ich mach auch nicht. Okay, ich schlag keinen von euch, dieser kräftiger ist. Ja, das würde ich dir auch nicht raten. Der Walla würde ich dir auch nicht raten, du kleiner Peach. Ich hab eine kurze Frage. Du hattest ja nichts vor, hast du gesagt, ne? Ja. Hast du das geschickt? Ja. Hast du geschickt? Guck dir das an. Ein 12-jähriges Mädchen. Ja, ich wollte dir halt nur was erklären, ein bisschen. Schickt man sein wenn man einem Kind was erklären möchte? Nein, das war ein Fehler von mir. Stell dir mal vor, das wird morgen in der Messe, in der Messe, wird jeder wissen, was du gemacht hast. Stell dir mal vor, wir würden davon ein paar erzählen. Stell dir vor, dein Gemeinderat, da wo du dich jede Woche so engagierst, tut mir leid. Nein. Macht es. Das bringt nichts. Walla macht es. Oder der Typ. Der hört sich gar nicht so an, als ob ihm das leid tut. Das war, ich sehe meinen Fehler ein, ja, alles gut. Okay, du siehst deinen Fehler ein. Dann kannst du mir vielleicht noch eine Sache erklären. Ja klar, gerne. Ich erkläre dir gerne alles. Okay, das ist sehr nett, dass du dir die Zeit nimmst. Was ist das? Nur zur Erklärung. Hier hat John so eine Art Bild aus einem Biologiebuch nachgemalt. Mehr können wir euch leider nicht sagen. Ich habe hier ein bisschen Sachen erklärt. Aha. Machst du das für alle Kinder? Nein. Hast du die Markierung gemacht? Ja, ich habe diese Biosoft-Sachen erklärt. Guck mal, ne? Jetzt mal wirklich eine ernste Frage. Wenn du wüsstest, wie alt bist du? 24. Möchtest du mal Kinder haben? Ja, vielleicht, ja. Wenn dein Kind in eine Kirche geht und du wüsstest, dass jemand wie du da arbeitet, würdest du das Kind da hingehen lassen? Weiß ich nicht. Es tut mir auch leid, ich sag's dir trotzdem. Ja, es tut dir leid. Ich sag dir, warum es dir leid tut, weil du erwischt worden bist. Weißt du, das ist nämlich genau das Ding. Nein, das Ding ist auch, ich kann jetzt nicht richtig ehrlich sein. Wieso kannst du nicht richtig ehrlich sein? Weil es mit meiner Kindheit zu tun hat. Pass auf, du brauchst hier jetzt gar nicht... Ah, halt deine F***, Digga. Weißt du, ich kauf dir die S***
nicht aus. Ich weiß es als erwachsener Mann, ja, aber was wirklich damals passiert ist, weiß ich nicht. Ja. Du bist Oberministrant in der Kirche, hier. So Fotos schickst du. Guck mal, wie stolz du bist. Ja. So, hier. Glaubst du an Gott? Ja, schon. Was soll Gott dazu sagen? Ja, schon. Oberministrant in der Kirche. Er sagt, ja, schon. Dicker. Na, das bist du, was du heute machen wolltest, was du geschrieben hast. Ja. Das ist richtig. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Sag das nicht so. Ich möchte... Ich bin nicht dein Vater. Ich bin nicht dein Vater. Ich verspreche dir, es kommt nicht mehr vor. Das, weißt du, was das Lustige ist? Ich wollte es dir ja gerne glauben. Aber weißt du was? Du hast vor einem halben Jahr schon die Lana angeschrieben. Ach, das war ich. Ich. Du hast mit mir geschrieben. Deswegen die Bilder von ihr. Ja, ja, genau. Und du bist wirklich in der Lage, du kriegst... Du siehst, ich habe die gleichen Bilder benutzt wie Alina. Und ich möchte, dass du weißt, dass wir dich mit dem billigsten Trick gefangen haben. Darf ich vorstellen? Alina. Darf ich vorstellen? Lana. Ja, dachte ich mir direkt. Ich habe dir nachgefragt. Warum hast du dich dann heute hier getroffen? Guck, eine Sache möchte ich wirklich, weißt du, die Regeln, die in der Kirche sind, die Regeln, die in der Bibel sind, sind die einfach nur da? Wofür sind die da? Nee, ich habe mich damit wirklich noch nicht richtig auseinandergesetzt. Du bist. Will er mich verarschen, Bruder? Oberminister? Junge! Was möchtest du sagen? Darf ich eine Frage stellen? Gerne, gerne. Ich habe eine Frage an dich. Von wo kommst du gerade? Aus der Gemeinde. Was habt ihr da gemacht? Die Messe gefeiert. Das heißt, du warst gerade in Gottes Namen tätig, richtig? Ja. Mit dem Wissen, du hast ja die Updates die ganze Zeit rausgeschickt, mit dem Wissen, ich treffe mich gleich mit einer 12-Jährigen. Du hast die Messe gehalten? Ja. Korrekt oder falsch? Kann ich dir was sagen? Bitte, ja. Wirklich sehr unwohl. Also ich... Aber achso, das war die Unwohl. Das aber du gehst trotzdem rein. Das ist die Unwohl gewesen, ja, dass du zu Gott gesprochen hast mit der Absicht, dass du gleich eine Straftat begehst. Ich wollte vorher auch schon eigentlich Unwendung nach Hause. Ja, komm. Okay, eine Frage habe ich noch an dich. Sie hat dich doch explizit Digga, gefragt. Wie schnell ist er auf sie draufgesprungen gefühlt, Digga? Aber er wollte umdrehen und nach Hause gehen. Chiller. Ob der Verkehr vor der Ehe, ob das seinem Glauben entspricht. Was hast du geantwortet? Da muss ich noch was ergänzen. Sie hat es nicht nur hier gefragt. Sie haben sich auch im Chat drüber unterhalten. Was hast du da geantwortet? Sie hat gefragt, und wie ist das überhaupt mit dem vor der Ehe? Meine Eltern sind nämlich dagegen. Was denkst du darüber? Was hast du geschrieben? Lies mal bitte vor. Ja, muss nicht eingehalten werden. Ja, ich... Alles gut, du hast geschrieben, muss nicht eingehalten werden. Ist das denn so? Ich habe getrunken vorhin, deswegen. Oh. Mein Mund ist trocken. Möchtest du was trinken? Sei froh, dass dein Mund nicht gebrochen ist, du Peach. Nein, ich... Wir haben die Sommersorten von 4Bro. Ja, wir haben Getränke da. Aber frag an dich, ist es denn so, dass das nicht eingehalten werden muss? Ja, ich kenne mich damit nicht. Pass auf, ohne jetzt die ganze Zeit sich im Kreis zu drehen. Weißt du, du arbeitest in der Kirche. Du hast gesagt, es ist die Verantwortung über die jungen Ministranten, die dich da für diesen Job reizt. Und dann schreibst du sowas ein Kind. Das ist genau die Altersgruppe, die du betreust. Nein, das ist nicht meine Lappalie. Können wir nicht einfach unter uns? Es tut mir leid. Nein, ich glaube dir kein Wort. Ich glaube dir kein Wort. Mann, warte, okay, pass auf. Ich gebe dir die Möglichkeit. Wer ist Anna? Eine Bekannte von mir. Ja? Ruf die doch mal an. Ich habe die Nummer nicht mehr. Nee, ist das nicht? Nein, ich habe wirklich die Nummer nicht mehr von ihr. Ist das, sieht die so aus? Ist das die? Alter, schon wieder neue Bilder. Ja, neue Bilder, ja. Warum hat die denn deine Nummer? Ja. Sie hat meine Nummer, weil sie mal bekannt war, ja. Ihr wart mal bekannt? Okay, hast du ein Bild von Anna? Hast du nicht ein Bild von Anna? Okay. Das ist aber eine wirklich gute Freundin, dass sie sich extra um dich kümmert und genau weiß, wie man mit dir in Kontakt kommt, zum Beispiel hier. Überrasch ihn doch mal mit etwas. Brauchst du Ideen dabei oder weißt du schon mit was? Oder hier. Vielleicht braucht er erstmal und vielleicht musst du ihm einfach ein bisschen was schicken, ohne dass er fragt. Oder sagst, vielleicht. Hä? Ja, die kennt mich von Kind auf. Wie heißt sie denn mit Nachnamen? Ich weiß es aber nicht. Aber du hast schon gesagt, du kennst das klein auf. Ja. Was eine richtige Haarfarbe hat sie? Nicht wie auf dem Bild. Sie war blond. Mhm. Aber ich hab mir gedacht, dass er blond ist. Ja, ja. Warum? Ja. Du scheint auf jeden Fall eine richtig gute Freundin von dir zu sein, weißt du? Pass mal, weißt du, was das Ding ist? Guck mal, ne, weißt du, was das Ding ist? Wirklich. Wenn du jetzt sagen würdest, weißt du was, ich habe gelogen, ich habe so versucht, in Kontakt mit einem Mädchen zu kommen, dann würde ich denken, weißt du was, er ist vielleicht doch ehrlich. Aber da du jetzt so dreist, hör mir zu, bevor du mich unterbrichst, da du jetzt so dreist lügst, werde ich dir nämlich auch nicht glauben, dass du das nicht mehr machst.
Und deswegen? Und deswegen werden wir jetzt die Polizei rufen. Oder gibst du, oder gibst du doch zu. Ah, was ist doch? Auge in Auge. Auge in Auge. Ich habe von einer damaligen Schulkameradin das Bild noch gehabt. Und du schreibst dann quasi als Anna kleine Mädchen an, um in Kontakt mit Zwölfjährigen zu kommen. Zumindest schon mal mit zwei. Sei doch einfach ehrlich. Sag doch die Wahrheit. Warum sagst du nicht ehrlich, ja, ich wollte mit ihr. Warum gibst du es nicht einfach zu? Ja, ich wollte, aber ich war mir unwohl. Wirklich sehr unwohl. Aber du wolltest. Nein. Ja. Ja. Ich hab's einmal gedacht. Wir haben alles auf Band, weißt du was? Trotzdem lügst du hier noch rum. Okay, ich will dich nur eine Frage machen. Du bist ehrlich zu mir. Wolltest du mit ihr heute was machen oder nicht? Ja, schon. Okay, und was würde deine Gemeinde dazu sagen? Wenn jetzt jeder von deiner Gemeinde wüsste, was du heute getan hast, wie würden die zu dir stehen? Sehr schlecht. Ja. Sehr schlecht? Ja. Ich glaube, das trifft's nicht. 3 Monate bis 5 Jahre. Das tut mir leid. 176b Strafprozess, Strafgesetzbuch. 3 Monate bis 5 Jahre. Erreicht die Annahme, dass das Kind 12 ist. Kann ich mir vorstellen, dass ihr das leid tut. Muss ich keine 3 Monate bis 5 Jahre. Kann ich mir vorstellen, dass ihr das leid tut. Und ob Knast regelt. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich sag dir, was jetzt abgeht. Wir haben dann wie immer die Polizei gerufen. Dankeschön. Die haben ihm dann, nachdem sie ihn kontrolliert hatten, sogar Handschellen angelegt und ihn festgenommen. Möglicherweise war das ja nicht sein erstes Mal. An dieser Stelle Lob an die Frankenberger Polizei, die diesen Fall mehr als ernst nahm und sogar mit 2 Einsatzfahrzeugen inklusive Hund und Krankenwagen kam. Danach fiel der ganze Druck von uns ab und wir waren einfach nur froh, dass alles geklappt hatte. Wir waren am Ende auch ein wenig stolz auf uns und ich auf dieses Team. Man denkt ja manchmal von uns, wir wären einfach nur breite Gorillas. Aber glaub mir, wir freuen uns jedes Mal wie die Kinder, wenn wir wieder mal einen von der Straße holen und potenziell Kinder vor diesem schützen konnten. Tja, was soll man sagen? Harte Schale, weicher Kern. In dem Sinne, passt auf euch auf. Wir sehen uns. Stark. Sehr stark. Und beim nächsten Mal. Oh mein Gott. Was machst du mit meiner Tochter hier? Wir hätten Jana einfach nicht rausschicken sollen. Ja, der Kontakt muss verzögert werden. Wer ist ihres Rechtes, junge Mädchen das Leben so zu zerstören? Wer? Boah, Bruder. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein, dass wir hier auf den Nick Hein reagieren werden. Sehr cooles Video, sehr spannendes Video. Ich habe mich echt zurückgehalten. Aber ja, man, auch sehr cool gemacht, diese Effekte und auch diese CGI. Und so habe ich extrem gefeiert, wirklich. Sieht man selten hier auf YouTube. Deswegen auf jeden Fall sehr cooles Video, sehr spannend.